Das Wort hat jetzt die Kollegin Dr. Barbara Höll von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Buschmann, so mancher überheblicher Reiter ist schon vom Pferd gefallen. Und nur zu Ihrer Information. Im September 1991 hat die damalige Gruppe der PDS-Linke Liste als erste die Diskussion angestoßen zur Streichung, ersatzlosen Streichung des 175. Und dass wir heute hier über drei gleichlautende Anträge der drei Oppositionsfraktionen sprechen, ist natürlich Ergebnis auch eines gesellschaftlichen Prozesses. Das muss man doch mal zur Kenntnis nehmen. Und es geht nicht darum, wer heftet sich hier was an die Brust. Es geht um den Schutz, den Respekt und die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Transsexuellen, Transgendern, Bisexuellen, Intersexuellen und natürlich von heterosexuellen Frauen und Männern. Es geht um den Schutz der sexuellen Identität. Engagierte Lesben und Schwulen haben es erneut auf die politische Agenda gesetzt. Und sie sind dabei unterstützt worden von Politikerinnen und Politikern aller Parteien. Ole van Beust hat im Bundesrat im Oktober darüber gesprochen. Wir haben hier CDU-Bürgermeister wie von Münster, der Bertolt Tillmann, aber wir haben auch den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, Theo Zwanziger. Und ich glaube, das ist etwas, was hier auch bemerkenswert ist. Er hat sein Engagement in den letzten Tagen wiederholt. Er als Chef des Fußballbundes, der letzten Bastion des heterosexuellen Mannes. Denn hier weiß man, was Diskriminierung bedeutet. Ich erlaube mir, ihn zu zitieren. Theo Zwanziger, ich habe in letzter Zeit mit einigen Leuten geredet, die in dieser Situation sind, und sie haben mir vermittelt, weshalb sie sich nicht outen wollen. Es hängt damit zusammen, dass für einen Homosexuellen im Fußball die persönlichen Bindungen, die Freude am Sport und auch das Geld verdienen verloren gehen können, wenn er sich outet. Das ist immer noch gesellschaftliche Realität in der Bundesrepublik Deutschland. Schwule Fußballprofis heiraten dann mal zum Schein, versuchen alles Mögliche. Es nützt eben nichts, dass es wir jetzt inzwischen schwule Politikerinnen und Politiker haben, dass Fernsehjournalistinnen da sind und Journalisten oder vielleicht Künstler. Wir haben immer noch in der gesellschaftlichen Realität keine vollständige Gleichstellung. Es geht, auch wenn der Deutsche Bundestag den allgemeinen Antidiskriminierungsschutz beschlossen hat und auch wenn wir jetzt das Urteil haben vom vergangenen Jahr, so ist es trotzdem eine Frage, dass wir in der Verantwortung sind, hier tatsächlich Artikel 3 des Grundgesetzes zu ändern. Denn es hat verschiedene Wirkungen. Es wurde schon genannt, die rückholende Wirkung nach hinten, was den 175 betrifft. Es ist aber auch die Frage einer Normsetzung nach vorne, sowohl für den rechtlichen Bereich, und es hätte unmittelbare Wirkungen, das wissen Sie, aber auch für den außerrechtlichen Bereich, hier tatsächlich eine Norm zu setzen, wo wir sagen, es ist notwendig. Und es spielte hier in der Debatte ja mehrmals eine Rolle, dass es kaum noch offene Diskriminierungen gibt. Also jetzt im Bundesrat hat es die Initiative dreier Länder, Brandenburg hat sich angeschlossen. Es gibt in einigen Bundesländern gibt es den Schutz schon in der Landesverfassung. Aber schauen Sie sich die Realität an. In Thüringen steht es in der Landesverfassung. Aber wenn ich in Thüringen als schwules oder lesbisches Paar im schönsten Weiß vielleicht mich eintragen lassen will, da gehe ich zum Ordnungsamt und da stehe ich mit einer Reihe vor mir Leute, die vielleicht Geld bezahlen müssen, weil sie falsch geparkt haben und hinter mir jemand, der was anderes gemacht hat. Ist das dann würdevoll? Und die Linke klagt jetzt. Also wir haben das da in der Verfassung und trotzdem wird es nicht umgesetzt. Und jetzt hat die linke Fraktion im Landtag in Thüringen auch eine Möglichkeit, hier dagegen zu klagen. Und wir tun das und hoffen, dass deshalb auch dann die Diskriminierung beseitigt wird. Also, die Grundgesetzänderung, die wir hier verlangen, für die einfache Mehrheit schon da war, es ist jetzt notwendig, Zeit und steht uns einfach allen gut zu Gesicht über alle politischen Parteien hinweg, die hier im Hause vertreten sind. Und deshalb sollten wir das schnell und wirklich sachlich erledigen. Ich danke Ihnen.